Herzlich willkommen bei Airsoft to Go, Airsoft für Dummies. Heute mit einem neuen Gesicht. Momba ist noch unterwegs. Ich bin der Pinsel. Viele kennen mich vielleicht schon, andere auch nicht. Ist auch völlig egal. Heute wird nicht gemalt. Heute erzähle ich euch ein bisschen über den Airsoft-Start. Ja, viele kommen zu uns in den Laden und wollen Airsoft starten, wissen aber nicht, was sie brauchen, was sie holen müssen und was sie holen können. Das Gute im Airsoft ist, dass es nicht viel benötigt. Das Wichtigste ist, dass ihr eine gescheite Schutzbrille habt, einen Mundschutz und für die Füße gutes festes Schuhwerk. Das hier ist kein festes Schuhwerk. Und ich zeige euch mal, was die Definition von festem Schuhwerk ist. Das feste Schuhwerk, seht ihr ja hier ganz gut. Eine dicke Sohle, gutes Profil und vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, dass ihr am Knöchel geschützt seid. Kommen wir zum nächsten. Wenn ihr gutes Schuhwerk habt, braucht ihr eine anständige Brille. Für mich als Brillenträger ist es gar nicht so leicht, aber dafür finden wir auch was. Wow, immer langsam hier. Schande. Das brauche ich alles? Nein, um Gottes Willen, tatsächlich nicht alles. Das sind die gängigsten Optionen, die wir anbieten. Ihr habt die Möglichkeit einer Paintball-Maske. Die könnt ihr ganz normal über euren Kopf drüber ziehen, könnt die ganz normal im Brille auflassen und fertig ist. Ihr habt eine Überbrille, gibt es auch als Möglichkeit, quasi einfach nur über die normale Brille ziehen. Muss man natürlich gucken, welches Modell man hat, ob das dementsprechend halt passt. Auch hier einfach in den Laden kommen, ausprobieren. Das gängigste Modell, was wir für euch haben, ist die Swiss Eye Raptor. Gibt auch andere Modelle. Besonderheit bei ihr ist, dass ihr drei auswechselbare Gläser habt. Das heißt, ihr habt halt getönt. Ihr habt so gelblich für schlechtes Wetter, Regen und so weiter. Oder ihr habt Klarglas, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt vollste Sicht haben, könnt ihr die dementsprechend halt auswechseln. Und das ganz Wichtige ist, ihr habt einen optionalen Brillenadapter. Einfach zum Optiker gehen, Sehstärke reinmachen, rein und ihr werdet absolut keine Probleme haben. Das Ding sitzt und wird euch auf jeden Fall gute Dienste leisten. So, wenn ihr Brille und gutes Schuhwerk habt, braucht ihr nur noch eine dritte Sache. Brauchen ist eine Sache, ihr müsst es nicht haben, wir empfehlen es aber, weil ihr habt nur ein paar Zähne. Wenn die rausgeschossen werden, wird es teuer. Dementsprechend ganz einfache Geschichte, zeige ich euch. Einfaches Modell, muss auch nicht mehr Zweck erfüllen, sondern einfach eure Zähne schützen. Dementsprechend über den Kopf gezogen, vor die Kauleiste und ab geht's aufs Spielfeld. Nichts kann kassieren, ihr seid an der Seite geschützt, ihr seid vorne geschützt. Brille auf, Schuhe habt ihr ja und dann rein ins Spiel. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was man tatsächlich für den Einstieg in Airsoft braucht. Natürlich braucht ihr noch eine Waffe, dazu kommen wir aber später. Brille, Schuhe, Mundschutz, mehr ist nicht nötig. Ihr könnt ganz normale Hose anziehen, ganz normales T-Shirt, Hoodie, Jeans, was auch immer. Packt die Magazine in die Seitentasche. Es reicht, wenn ihr ein Ersatzmagazin habt für den ersten Spieltag. Der Rest ist alles eben Spawn, wo eure Sachen halt liegen, Trinken und Co. Ihr braucht keinen Rucksack, keinen Plattenträger. Natürlich tut ein bisschen mehr weh. Andersrum, ja, schneller laufen, schneller schießen, besser treffen und ihr werdet am Spieltag Spaß haben und könnt danach entscheiden, was ihr noch benötigt. Wenn ihr irgendwas braucht, kommt in den Laden, schaut euch die Sachen an, probiert das aus und dann wird der zweite Spieltag umso besser.